Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Team Hospital, wo wir zuletzt den Forschungsraum etwas erweitert haben, um noch bessere Heilmethoden und noch bessere Räume zu bekommen. Ich meine, Zeit wird es ja. Vor allem, das wären neue Räume, vor allem die Poliklinik, die haben wir noch gar nicht. Wir können gar keine Leute mit Gips behandeln. Oh, und schon steht da Gipsentferner. Also haben wir die Poliklinik jetzt entdeckt. Die Aufteilung hier ist ein bisschen doof. Um ehrlich zu sein, hier finde ich das nicht so berauschend. Weil das einfach von dieser Raumgröße und so weiter gar nicht so wirklich klappt. Aber naja, kriegen wir schon irgendwie hin. Wir haben ja noch Gebäude, die wir kaufen können. Jetzt brauchen wir eine Schwester. Stellen wir dich mal ein. Wie sieht es hier von der Wärme aus? Dort in der Region. Ach, das sieht doch gut aus. Wird alles abgedeckt. Vielleicht nochmal eins runterstellen. Müsste eigentlich hinkommen. Von der Wärmeabdeckung. Jetzt haben wir da nur zwei Bänke. Das ist natürlich nicht so dolle. Vielleicht hier mal so ein Wartebereich. Ach, wir haben kein Geld. Gut, dann nicht. Doktor, bitte dringend in die Kardioabteilung. Das Verschieben ist auch nicht so praktisch. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Ach, lass es mal so stehen, mal gucken. Könnte ja dann hier von allgemein genutzt werden, wenn es mal zu voll werden sollte. Röntgenraum. Okay, ansonsten müssen wir weiterhin warten. 2000, ein Bonus, weil unser Ruf sich gebessert hat. Also VIP hat alles geklärt. Ah, ich hasse Erdbeben. Ah, komm schon. Das ist aber diesmal heftiger. Ja, ist ja gut. Hör doch auf, Mensch. Diesmal war es wirklich heftiger. Muss ja direkt. Oh nein, das kann doch nicht sein. Ach, das ist doch doof. Unser Entlüfter ist schon wieder kaputt. Das ist echt ärgerlich. Verdammt. Okay, dann bauen wir halt einen neuen Entlüftungsraum. Dabei habe ich doch schon einen Hausmeister spezialisiert diesbezüglich. Vielleicht muss ich noch einen Hausmeister darauf spezialisieren, dass die Dinger wirklich rund um die Uhr überwacht werden. Gehen wir das doch lieber mal so rum an. Finde ich besser wegen dem Platz, damit die da besser durchkommen. Dann muss das hier definitiv anders gemacht werden. Weil das sonst vom Platz her nicht hinkommt. Nicht so schön aussieht. Machen wir es lieber so. Vielleicht noch zwei Bänke dran. Ja, sieht schon was besser aus. Der Patient soll warten. Aber der Arzt ist jetzt nicht gestorben oder so, oder?
weg. Ich gehe mal nicht davon aus. Stellen wir den mal dort ein. So. Müssen wir als nächstes ein neues Gebiet holen. Haben natürlich aber auch nicht gerade so die Finanzen, um das mal eben so leisten zu können. Aber einen neuen Hausmeister stelle ich ein. Den hier, der ist sehr gut und den spezialisieren wir direkt auf Reparatur. Damit das so gut wie möglich behoben wird. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall Geld gut machen. Und wir kriegen Notfall rein, kommt wie gerufen. 14 Personen mit Saumagen. Boah. Jetzt sind die Schwestern hier am Pause machen. Nee, da. Dann schauen wir uns das nochmal an. Sitzplätze sind zumindest vorhanden. Könnt aber mal aufstocken. Noch mehr Sitzplätze. Einer ist gestorben. Toll. Haarrepairer haben wir bekommen. Einen neuen Raum. Patient soll warten. Ich schaue mir das jetzt hier erstmal den Notfall an. Das ist der letzte Patient. Das hätten wir geschafft. Wir haben 13 von 14 gerettet. 3780. Immerhin. Ist ja schon mal gar nicht so schlecht. So, jetzt haben wir den Scanner. Wir haben den Hair Repair Komplex dazu bekommen. Zwei neue Räume, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch einen weiteren Abschnitt. Dann holen wir uns diesen Abschnitt hier hinzu. Hair Repair. Kleiner geht nicht. Machen wir den erstmal ein bisschen größer. Ist ja wahrscheinlich nicht so verkehrt. Ich weiß jetzt nicht, was man da alles für braucht. Okay, so groß hätte der jetzt auch nicht sein müssen. Egal. Das ist mein Schub. Mein Gott, ich kann nicht mal mehr reden. In Zukunft Bescheid. Patienten. Ja, das kommen diese Glatzköpfe rein. Ein Arzt, ein beliebiger Arzt kann eingesetzt werden. Also kein Spezialist oder so. Brauchen wir einfach nur einen guten. Stellen wir den ein, den Psychologen. So, Einladung zukommen lassen. Heizkörper 2, Getränke hat immer einer. Bänke 4. Das kriegen wir schon irgendwie gestemmt. So, die Heizung mal so dorthin. Denn wir haben ja auch den Scannerraum bekommen. Nicht leisten können. Verdammt. Aber wir können ja gleich alle Patienten behandeln und wenn wir sie behandeln, dann auch mit bester Leistung. Also sollte sich das Ganze ins Positive verändern. Uiuiui. Müssen wir den Raum noch eins größer machen. Das sieht man doch gerne, glückliche Patienten. So, die Fenster hätten wir gesetzt. Den Scanner packen wir dorthin. Apparatur dort. Ich verstehe nicht, wieso kann ich die Kabine nicht da in die Ecke machen? Muss ich nicht verstehen, dafür kommt der Bürgermeister rein. Und die Pflanze da unten in die Ecke. Der Feuerlöscher kommt hinter der Kabine. So. Jetzt brauchen wir noch einen Arzt, der recht gut ist. Nehmen wir den Chirurgen. Sehr vielseitig einsetzbar. So, das sieht gut aus. Scanner, Röntgen. Ich
Ich glaube, das wären alle Räume, die wir in diesem Level bekommen könnten. Aber da könnte ich mich auch irren. König Gouda der Niederlande. So bescheuert. Zahlen die Schulden mal ab. Dann wollte ich jetzt eigentlich mal über diese Statistik schauen. Dasselbe ist beendet beim Kontostand von... Achso, weil wir dann zu sehr ins Miese rücken. Und okay, das dauert noch alles ein bisschen. Wir müssen mehr Kohle machen. Wir müssen unser Wert des Krankenhauses noch erhöhen. Nur noch Ärzte hier, Ärzte da. Wir haben ein Notfallforschungsinstitut für gefährliche Substanzen erhalten. Hier ist eine Person mit heißen Rippchen, also muss operiert werden, kriegen wir hin. Und da kommt jetzt einer, der zum Hair-Repair-Komplex muss und der ist am Frieren. Da müsste es jetzt aber wirklich stimmen mit der Heizung. Schauen uns das mal an, wie seine Haare repariert werden. Okay, und dann hat er auf einmal so eine Elvis-Matte auf dem Kopf. Auch nicht schlecht. Ja, würde es das mal in Wirklichkeit so einfach so geben, mal eben auf die Schnelle sich hinsetzen, zack, und schon das wieder ein Haar bracht. Aber kann ich mir sehr gut in Zukunft auch vorstellen. Mittlerweile geht ja die Technologie immer weiter voran. Obwohl ich ja denke, dass das Ganze viel zu schnell für den Menschen vorangeht mit der Technologie. Und wir mit dem Begreifen gar nicht hinterherkommen. Gerade in den letzten 20 Jahren hat sich ja viel getan. Manchmal, wenn man die Computer von vor 10 Jahren mal begutachtet und was man jetzt schon in einem Handy drin hat. Dual-Core-Prozessoren, mehr Kerne als die damaligen PCs und Arbeitsspeicher und alles Mögliche, das ist schon enorm. Das alles in so einem kleinen Handy. Ja, für vielen Dingen auch schon. Kleine Laptops, also hier Tablets meine ich. Da bin ich ja mal gespannt, wie sich das Ganze neu entwickelt. Wir haben den Patienten auf jeden Fall geheilt, bekommen den Bonus, das ist wichtig. Wenn er durch die Schulden abbezahlen, oder haben sie ja schon abgezahlt. Und unsere Forscher verbessern unsere Klinik stetig. Hier hinten in der Abteilung ist kaum jemand. Fast alle tummeln sich hier. Das Jahr ist vorbei. Und irgendwie werden die anderen nicht wirklich mitgezählt. Verstehe ich nicht warum. Das hat wohl mit dem Mod zu tun. Dass das dadurch ein bisschen fehlerhaft ist, aber ist ja nicht so schlimm. Ist ja eher unwichtig für unser Geschehen hier. Patienten heilen kriegen wir hin. 300. Und ein Wert von, also Kontostand von 150.000. Kriegen wir auch hin. Tun wir das Ganze mal vor. Du hörst nur noch wie hier Doktor. Vielleicht wäre es doch gar nicht so verkehrt. Noch. Jeweils eine Ärztin. Ich glaube, Ärzte haben wir eigentlich genug. Brauchen eigentlich nicht mehr. Dreck liegt auch nicht auf dem Boden. Geht alles gut voran. Ich hoffe, die Heizung hier kaputt geht. Boah, wie viel in die Allgemeinmedizin wollen. Boah, das ist ja enorm. Okay, Leute, da müssen wir noch einen Allgemeinmediziner bauen. Das geht so nicht. Das ist ja heftig, was da alles rein will. Also wie viele Leute da rein wollen. Hätte ich nicht gedacht, da müssen wir demnächst schon drei einplanen.
feierliche brauche ich gar nicht. Ein Arzt Zack. Für die Allgemeinmedizin. Bänke und eine Heizung. War anders. Drei Bänke, ein Getränkeautomat und eine Heizung. In den Scannerraum bitte. Und der hat auch wieder eine nette Friese. So, dann nehmen wir uns einen guten Arzt. Der hier vorne ist gut. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Auf jeden Fall ausreichend. Und dann geht die ganze Masse... Ach du Schande. Ach du Schande. Boah, das kann doch nicht sein. Jetzt sind die fast alle rübergegangen. Das ist ein übertriebener Teil rübergegangen. Die haben da keine Sitzmöglichkeiten mehr. Das gibt's doch gar nicht. Machen wir 6 Bänke. So. Muss ja nur noch schauen, dass wir Kohle rankriegen. 7 Personen mit Schmalzstimme kriegen wir hin. Aber hier haben wir wirklich sehr viele Patienten im Level. Hier machen wir auch nochmal ein paar Sitzgelegenheiten mehr. Das ist echt heftig, wie viele Patienten wir jetzt auf einmal bekommen. Wie sieht es hier unten aus? Hier hat sich das etwas normalisiert. Aber das ist schon nicht ohne hier. VIP kann ruhig kommen. Toilette ist auch nicht zu sehr besetzt. Das hätte ich gesagt, müssen wir die Toilette vielleicht mal erweitern, aber ist ja alles gut. Schmalzstimme haben wir alle behandelt. Florian Gänseblümchen ist wieder im Haus. Es läuft in die richtige Richtung. Jetzt brauchen wir nur noch das Geld. Hoffentlich kein Erdbeben in nächster Zeit. Und noch 100 Patienten heilen circa. Kriegen wir auch alles hin. Das ist echt krass, wie viele Patienten wir reinkriegen. Das geht ja noch alles. Aber echt nicht ohne bei so vielen Patienten. Und wieder Notfälle. Es handelt sich um 5 Personen mit polierten Knochen. Das heißt, in den Gipsraum, in polier... Können wir hin? Die Ärzte sind unglücklich. Nicht in meinem Krankenhaus. Das geht doch eigentlich. Nur ein einzelner Arzt hat sich wahrscheinlich verbessern wollte, mehr Gehalt. Röntgenapparat wurde verbessert. Fünf von 5 gerettet. Ich glaube, ich stelle mal noch einen weiteren Hausmeister ein. Den spezialisieren wir mal auf sauber machen. Haben wir ein paar, die alles können. Ein paar, die auf Maschinenreparatur spezialisiert sind. Und das Spiel ist gerade hängen geblieben. Aber wir sind auch sowieso am Ende einer Folge von Team Hospital. Ich versuche das dann automatisch zu laden. Aber wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Nämlich schon übermorgen und dann hoffentlich in einem Spiel, was dann intakt läuft und wir nicht alles von euch machen müssen. Bis dahin. Tschüss.